Hallo, ich habe heute noch ein ganz schnelles DIY für euch, und zwar wie wir diese kleine Origami-Box ganz schnell selber falten, falls ihr jetzt auf Last Minute noch ganz dringend eine kleine Verpackung braucht. Wir benötigen Origami-Papier. Ich habe hier 15 x 15 in Stärke 80 Gramm benutzt. Ihr könnt aber auch Papier selber zurechtschneiden, es dürfte aber nicht stärker als 100 Gramm sein. Wenn man das Muster nachher sehen sollte, dann solltet ihr es jetzt auf den Kopf drehen, denn das Muster, was unten liegt, ist nachher außen. Wir starten, dass wir mit der unteren Kante einmal gegen die obere Kante mittig falzen. Das Papier öffnen, um 90 Grad drehen und wieder die untere Kante auf die obere falzen. Nun öffnet ihr es wieder und ihr habt jetzt ein Mittelkreuz und vier Kästchen. Nun falzen wir diagonal, Ecke auf Ecke. Öffnen das Papier, drehen es wieder 90 Grad im Uhrzeigersinn und falzen wieder die eine Ecke diagonal zur anderen. Je sauberer ihr arbeitet, umso besser wird das Endergebnis im Nachhinein. Ich habe da ein bisschen gepatzt an der Ecke, aber das kann man ausbügeln. Jetzt öffnet ihr es wieder und habt sozusagen ein Mittelkreuz diagonal und eins gerade. Legt es wieder quadratisch vor euch und falzt die Ecken in die Mitte. Und das macht ihr mit allen vier Seiten. Ein kleiner Tipp, um nicht durcheinander zu kommen, dreht das Papier wirklich immer im Uhrzeigersinn. Nun habt ihr sowas wie einen kleinen Briefumschlag und jetzt nehmt ihr die untere Kante und falzt sie einmal zur Mitte. Lasst euch dabei Zeit und achtet auf die Falzlinien. Wieder drehen und nochmal die andere Seite in die Mitte falzen. Ihr diesen Schritt gemacht habt, dann öffnen wir das Ganze jetzt einmal hoch. Und wenn ihr es wieder dreht, dann seht ihr, dass ihr jetzt solche Felder habt. Genauso sollte es aussehen. Und nun falzen wir die untere Kante wieder zur Mitte. Und drehen das Ganze wieder und falzen es wieder bis zur Mitte. Und wenn wir diese beiden Seiten jetzt öffnen, haben wir schon die Seiten unserer Box. Jetzt nehmen wir die Außenkante und ihr habt da die kleinen diagonalen Linien, die drückt ihr einmal ein. Und dann nehmt ihr die Lasche und schlagt sie zur Mitte hin ein und habt schon die erste Wand der Box. Dasselbe machen wir dann auch mit der anderen Seite. Und es kann sein, dass ihr da ein bisschen rumfrickeln müsst, ein bisschen rum. Falzen, weil es vielleicht nicht ganz genau passt, aber das fällt nachher überhaupt nicht mehr auf. Und dann habt ihr sozusagen die erste Hälfte eurer Schachtel. Und entweder belasst ihr es jetzt dabei oder ihr macht noch eine zweite. Ich möchte noch eine Hälfte machen und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass die komplett einfarbig wird. Deswegen liegt das Muster jetzt nach oben. Kleiner Tipp, wenn ihr kein Origami-Papier so schnell zur Hand habt, nehmt Computerpapier, verziert das mit Stiften, Stempeln, Farbe und dann habt ihr auch schon euer eigenes Musterpapier. Und wenn ihr auch mit der zweiten Box fertig seid, könnt ihr sie jetzt vorsichtig ineinander schieben. Die sollten so passen, dass ihr sie ganz einfach ineinander schieben könnt. Könnt ihr euer Geschenk drin einpacken. Ich nehme hier ein bisschen Watte und dann kommt die schöne Kette hinein. Und dann wird die Box einfach nur noch verschlossen. Könnt ihr sie natürlich jetzt noch so lassen, das finde ich aber ein bisschen langweilig. Also bekommt sie von mir noch eine schöne Schleife rumgewickelt. Ja, und das ist es dann. Das ist eure fertige, schnell gefalzte Origami-Box. Und je nachdem, ob ihr größeres oder kleineres Papier nutzt, habt ihr natürlich auch verschiedenere Größen eurer Boxen. Ich hoffe, dieses kleine Last-Minute-DIY hat euch gefallen und ihr habt Spaß daran, eure Geschenke zu verpacken. Ich wünsche euch somit ein wunderschönes Fest, eine schöne Zeit. Genießt sie mit eurer Familie. Wenn ihr Lust auf mehr Origami-Anleitungen habt, dann dürft ihr mir gerne ein Däumchen oder einen Kommentar dalassen. Klickt auch auf das i, so weiß ich dann Bescheid und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann, tschüss!